Jo, liebe Leute, heute zeige ich euch, wie ihr unsichtbar werdet in Mario Odyssey, Leute. Und genau alles, wie ihr das kriegt, was ihr machen müsst. Und Leute, ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist eine Challenge, die es in sich hat. Es ist wirklich extrem schwer. Aber bevor das Video losgeht, bevor ich euch zeige, wie ihr unsichtbar werdet und euch noch zusätzlich ein kleines Galaxy Easter Egg zeige. Ja, Leute, gestern sind meine Amiibos angekommen und ich will sie verlosen. Ich will die Mario Amiibo verlosen und einmal die Bowser Amiibo. Ihr müsst einfach Abonnent sein, einen Kommentar schreiben. Ich löse das Ganze in 3-4 Tagen auf. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Challenge. Und als erstes müsst ihr wissen, ihr müsst dafür erstmal 500 Monde haben. Ich habe inzwischen schon 650 oder so. Aber ihr müsst 500 haben, dann könnt ihr zur stockfinsteren Seite des Mondes fahren. Und dort beginnt auch die ganze Challenge. Dort sind erstmal alle Bewohner, die ihr bis jetzt getroffen habt. Auch Pauline ist da und das Lied Jump Up Superstar spielt. Und dann könnt ihr letztendlich in eine Höhle reingehen. Und dann, da befinden wir uns jetzt, Leute. Da beginnt die große Challenge. Die wirklich die allerletzte Probe in Mario Odyssey. Ob ihr wirklich ein richtiger Profi seid. Und erst bekommt ihr so eine riesen Fläche, wo viele Goombas sind. Die könnt ihr theoretisch alle überspringen. Die sind nicht wichtig. Es gibt auch keine Mode noch auf dem Weg, auf die ihr achten müsst. Ihr müsst wirklich einfach nur durchkommen. Das ist erstmal wichtig, Leute. Und dann seht ihr hier eine kleine Sprungpassage. Die könnt ihr auch relativ einfach überspringen. Das ist nicht so schwer, Leute. Danach kommen noch diese komischen Stangen, an denen ihr euch schwingen müsst. Aber das ist auch noch alles relativ einfach. Benutzt einfach den gleichen Intervall wie ich. Einmal, wenn diese ersten hochkommen, dann springt ihr rüber. Und dann, Leute, einfach weiterspringen auf den nächsten, auf den ersten. Und dann macht ihr noch einen Hechtsprung auf Cappy und dann seid ihr schon rüber. Hier ist es schon ein bisschen kniffliger bei den komischen Wellen, die von Bowser kommen. Diese Metallwellen hier über der Lava. Das ist ein bisschen gefährlich. Also da kann man, da bin ich schon öfter gestorben, bin ich ehrlich. Also ich habe es auch nicht beim First Try geschafft, Leute. Es ist wirklich auch die schwerste Challenge hier in gesamt Mario Odyssey. Aber auch mit ein, zwei Hechtsprungen geht das. Und dann kommt eine kleine Lava-Passage. Ja, Leute, und diese Challenge ist wirklich so aufgebaut, dass ihr mit jedem Power-Up das mindestens einmal machen müsst. Und ihr werdet sehen, das wird gleich noch richtig krass. Hier habe ich einmal verkackt und hole mir gleich wieder einen neuen Lava-Bubble. Aber Leute, das wird noch richtig deftig. Wie gesagt, wenn ihr Münzen und so haben wollt, also Coins, dann könnt ihr links noch die Tomate nehmen. Allgemein könnt ihr noch viel einsammeln, wenn ihr das möchtet. Aber ich rate euch ganz ehrlich, das ist hier nicht vonnöten. Es sei denn, ihr seid irgendwann mal getroffen und braucht mal ein Herz. Dann, ja, lohnt es sich schon, diese Herzen einzusammeln. Es sind hier auch einige Herzen immer mal wieder irgendwo versteckt, wie hier hinter dem Gebäude ist zum Beispiel eins. So, jetzt kommt die Challenge mit den Pflanzenmännern und die ist relativ einfach, finde ich. Hier muss man einfach nur hochspringen. Natürlich diese kleinen bunten Stacheln-Gegner, die sind ein bisschen gefährlich, weil die einen einfach nur berühren und man ist getroffen. Aber ihr seht es, man kann da einfach easy hochspringen und bevor die überhaupt spawnen, das ist nämlich das Ding. Man muss da schnell durch, bevor die spawnen und bevor die einen an den Kragen wollen. So, Leute. Dann geht's jetzt weiter. Jetzt kommt eine kleine Passage ohne irgendein Power-Up, beziehungsweise hier muss man den Pflanzenmann beiseite stoßen. Und ihr seht rechts schon die Fuzzies. So, und da ist ein Intervall. Da könnt ihr vieles verkacken, aber wenn ihr das richtig macht, dann sollte das auch nicht so schwer sein, wenn ihr ein bisschen die Bewegung von Mario Odyssey beherrscht. Seht ihr die Fuzzies, die drehen sich immer und es sind ziemlich viele. Und ihr seht dazu noch den Wasserstand, der jetzt gleich hochgeht. So, und dann müsst ihr euch beeilen, wie ich jetzt hier. In dem Falle habe ich es jetzt verkackt. Genau, ihr seht es hier. Also da hätte der Intervall, das hätte nicht gepasst. Und dann werde ich hinten getroffen von den Fuzzies. Deswegen muss man einfach nochmal abwarten kurz, bis das Wasser nochmal runtergeht, die Fuzzies nochmal hier sind. Und ich denke, jetzt läuft das. Und gerade so, es war ziemlich knapp, aber ich habe es geschafft. So, und jetzt kommt eine geile Passage, die aber auch nicht so einfach ist. Und zwar müsst ihr dort einmal Yoshi nehmen. Passt auf die Fuzzies auf. Dann backt ihr euch an der rechten Wand hoch, einmal rüber und da könnt ihr die Münzen auch ruhig einsammeln, das ist ja geschenkt einfach, da muss man nicht viel machen. So, und dann würde ich euch raten, einfach links an der Wand zu bleiben. Es sieht zwar knapp aus, man will schnell wechseln, aber auch hier, selbst bei den oberen, man denkt, dass, und das ist, passt einfach, Leute, es passt einfach. Bleibt einfach links bei den letzten zwei, da wurde ich nämlich oft getroffen. So, dann kann man theoretisch noch weiter mit Yoshi spielen. Hier sieht man das, dann kommt eine kleine Wooden Kingdom Passage, sag ich mal. Es sind wirklich alle Königreiche, die nach und nach, hier abgearbeitet werden, so von den Challenges her. So, und dann können wir hier raufspringen, ihr könnt auch weitergehen und dort ist eine Sphinx, dort müsst ihr die Antwort Pilzkönigreich auswählen, ich habe die hier schon ausgewählt. Ein Pilzkönigreich, sie fragt euch, wo sie noch nicht war, ihr sagt Pilzkönigreich und dann gibt sie euch das Herz. Und das Herz ist immer wieder da gespawnt, das große Dreierherz und deswegen ist das eigentlich ein geschenktes Herz, geschenktes Leben, das ihr auch braucht, Leute. Jetzt kommt noch eine Passage, die müsst ihr einfach ein bisschen lernen, trainieren oder ihr guckt es euch hier kurz an, wie das funktioniert, weil es ist wirklich nicht einfach. Ich bin dort am Anfang 2-3 Mal gestorben, als ich es noch nicht wusste, wo die rausschießen. Aber springt einfach, wie ich springe hier. Wichtig ist, dass ihr auch mal einen Hechtsprung macht, weil dann spart ihr Zeit, anstatt euch nochmal irgendwo hochzuziehen oder nochmal einen Walljump zu machen. So, diese Hechtsprünge sind wirklich eine richtig geile Sache hier in Odyssey. So, und jetzt ist wichtig, dass ihr immer unter den Ringen bleibt. Ihr seht es, ich habe einmal verkackt. Aber ist nicht schlimm, wir haben ein Dreierherz und war nur ein Treffer, ich habe mich zum Glück noch ein bisschen gerettet. Jetzt geht's aber weiter, Leute, ihr seht es, ich spule kurz ein bisschen vor für euch. Genau, hier ist nämlich der Trick, dass ihr euch unter den Ringen versteckt, was eben mein Fehler war und dann wird euch nichts passieren, weil die Ringe bzw. Coins und so, die weisen einen ja immer den Weg und hier haben wir es auch, hier ist es genauso.
Deswegen war das eine kleine Finte von dem Spiel. So, jetzt haben wir die Passage mit dem Gleitdino. Ist aber relativ einfach, hier habe ich nicht einmal verkackt. Falls ihr zu wenig Höhe habt, dann könnt ihr einfach in diesen Strudel rein. Müsst ihr sogar auch, aber am besten ist, wenn ihr dann noch so ein bisschen den Stick zurückzieht, damit ihr länger in dem Strudel seid und nicht durchzischt. Damit ihr länger drinne seid in dem Wirbel und hochkommt. Aber wie gesagt, Leute, ihr habt nur ein Leben. Wenn ihr einmal verkackt, müsst ihr das Ganze von vorne machen. Und das ist die ganze Schwierigkeit an der ganzen Sache. So, und jetzt kommt eine kleine Luncheon-Passage mit den Gabeln, was aber auch relativ einfach ist, kann ich euch schon mal sagen. Zack, einmal immer von der Gabel, zur nächsten Gabel, was aber, die Problematik wird dort sein, einfach Cappy in der Luft nochmal zu werfen und da zu treffen. Wenn ihr nämlich einmal verfehlt, dann landet ihr in der Lava und dann ist es nicht mehr so schnell, könnt ihr euch nicht mehr so schnell retten. Jetzt kommt eine Passage, die ist wirklich scheiße, wenn ihr das falsch macht. Also, ihr seht es schon, was da hinten abgeht. Ich habe da auch mal ein bisschen hochgefilmt jetzt, weil es ist wirklich knifflig für mich gewesen. Am Anfang bin ich da hinten nämlich einmal gestorben und ich wollte mir das einmal richtig angucken. Ihr seht es da hinten nämlich, diese komischen Dinger und da wollte ich den Intervall mir reinziehen, deswegen habe ich da ein bisschen rangezoomt. So, jetzt geht's weiter. Ich gehe hier auf eine Plattform, wurde erstmal getroffen und dort seht ihr die ganzen bunten. Es ist wirklich voll Nebel, ihr seht nichts und wenn ihr, das Problem ist, ihr dürft Cappy nicht rundum schmeißen, weil ihr sonst nämlich dieses orange Ding in der Mitte auslöst, was denn das andere wieder auslöst, was denn immer wieder ausgelöst wird und ihr habt immer Probleme, wirklich. Es ist wirklich knifflig, wenn ihr die auslöst, weil ihr dann immer wieder diese orangen Ringe kriegt, wo ihr rüberspringen müsst und das sind wirklich am Ende 4, 5 Ringe auf einmal, die kommen und ihr könnt gar nicht springen und ausweichen, es ist unmöglich. Ihr seht, es links ist einmal einer, in der Mitte wird ausgelöst und da rechts wird ausgelöst und die werden immer wieder ausgelöst von den anderen, deswegen versucht keinen von den orangen Dingern zu treffen. Versucht euch hier so am Rand aufzuhalten wie ich und einfach immer gerade zu treffen, dass ihr auf keinen Fall so ein oranges Ding in der Mitte trifft. Und dann sollte das auch nicht so ein Problem sein. Haltet euch einfach vorne rechts auf wie ich und haut immer einfach die Cappy nach links. So, und dann war es das auch. Dann schnell ein Hechtsprung, weg da, bloß weg da. So, und jetzt kommt eine Passage, da bin ich auch einmal gestorben, bin ich ehrlich, Leute, weil ich es nicht wusste, wie es funktioniert. So, aber ihr seht es hier, diese komischen Dinger, die werden immer so hin und her geschwungen und ihr müsst euch mit dem Vogel dort einfach von Teil zu Teil weiterschwingen. Und da habe ich schon einmal verkackt, aber ich konnte mich gerade noch retten, Leute. Zum Glück ist das Movement so schön in Mario Odyssey, man kann sich damit direkt retten, aber das Vogel spawnt zum Glück auch neu, das wäre ja auch noch eine Tragödie. So, und jetzt ist, glaube ich, der Run, wo ich es dann auch geschafft habe. Erstmal ein bisschen warten, die Intervalle natürlich, und dann muss man einfach nur im richtigen Moment hoch und den mit Y dann wieder reinspießen, sag ich mal. So, hier ist das ein bisschen knifflig, aber das sollte auch nicht so ein Problem sein. Man muss, wie gesagt, nur aufpassen, dass man nicht loslässt, wie ich jetzt gerade. Das war aus Versehen, aber ich habe zum Glück noch gerettet. Eingespießt, sogar noch das Herz geholt und, ja. Dann kann eigentlich nicht so viel passieren. Jetzt kommt noch eine kleine Passage, die hat mir wirklich, die hat mir wirklich Angst gemacht, weil ich habe sehr viele Leben hier verloren. Bei einer kleinen Donkey Kong Passage. Ja, Leute, da habe ich mich sehr gefreut, dass der nochmal einen Auftritt hat. Aber es ist ja wirklich so, dass die Highlights des Spiels hier nochmal zusammengenommen werden. Und in einer Challenge ohne Sterben. Und das muss man erstmal schaffen, Leute. Hier ist wirklich schwer, weil man kann nicht nur einfach nach rechts den Stick machen. Man muss wirklich mit der Kurve hochgehen. Jetzt muss man den Stick mehr oder weniger auch immer mit den Kurven bewegen. Du musst jetzt hochdrücken. Wenn du hochläufst, musst du auch hochmachen, damit er hochläuft. Sondern ja, es ist nicht von Marios Sicht aus, sondern richtig von deiner Sicht als Spieler. So musst du Mario steuern. Das ist nämlich ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Und jetzt nur noch ein Treffer und ich bin tot, Leute. Alles von vorne. Und ich glaube, dann wäre ich durchgedreht. Aber ihr seht es, ich habe es noch gerade so geschafft. Gerade so kann ich den alten Affen da unten noch, da oben noch runterballern. Und ich habe es auch geschafft. Und bloß rein in die Röhre. Und jetzt geht es los. Jetzt sind wir nämlich vor Bowsers Gemälde. Ja, Bowser hat auch ein Gemälde bekommen, was nicht in Peach Castle ist, sondern hier. Auf dem Mond, mitten auf der finstersten Seite des Mondes. Und das sieht richtig cool aus, finde ich. Und da springen wir erstmal rein. Boom, da sind wir, Leute. Wieder volles Leben zum Glück. Also keine Probleme, falls ihr bis Donkey Kong nur noch ein Leben habt wie ich. Springt einfach weiter. Jetzt kommt eine kleine schwerere Passage, weil diese Kugeln machen, nehmen euch Leben weg. Das ist nämlich ein bisschen scheiße, was ich auch nicht wusste. Ich dachte, Bowser ist so massiv und kann das aushalten. Aber nein, Leute, so ist es dem nicht. Ihr könnt sie zerschlagen, wenn ihr wollt. Ich bin hier ausgewichen, weil ich nicht wusste, dass man die zerschlagen kann. Aber ich habe das gleich gecheckt und dann geht's auch weiter, weil das ist hier wirklich ein bisschen knifflig. Ihr müsst es hier zerschlagen und immer kommen diese komischen Bälle von hinten. Und ich dachte, beeilen, aber nein, das schafft man nicht. Man muss sie zerschlagen. Man muss sich immer umdrehen und sie zerschlagen, bevor ihr hier stirbt. Leute, wenn ihr hier stirbt, dann ist alles von vorne. Ihr müsst alles von vorne machen, was ihr gerade gesehen habt. Was wirklich dann ein bisschen Frust ist, aber es ist nun mal so, Leute. Das ist aber so eine krasse Challenge sein und das ist sie auch. So, hier ist eigentlich, das ist gar nicht so schwer. Also allgemein, die Bowser-Passage ist gar nicht so schwer, wenn man das ein bisschen beherrscht und eigentlich immer um sich schlägt. Wie gesagt, ich wusste es am Anfang nicht mal. Ihr wisst es jetzt, Leute. Ihr wisst theoretisch jetzt, dass ihr die Bälle zerschlagen könnt und sowas. Ich wusste das nicht mal, aber hab's trotzdem geschafft. So, das war's nämlich schon. Jetzt könnt ihr da reinspringen und habt es geschafft, Leute. Mehr oder weniger.
Und jetzt kommt was Cooles, Leute, was von Nintendo einfach wieder eingebracht wurde. Und ich dachte, nee, nicht noch eine Challenge, nicht so eine Challenge mit diesen komischen Drahtseilen. Das hätte mich nämlich umgebracht. Ich wäre, glaube ich, dann gestorben, wenn ich nochmal jetzt eine Challenge machen müsste. Aber nein, ich dachte erst, was ist das? Ich war mir schon sicher, das ist eine Challenge. Aber nein, Leute, ihr seht schon die Kameraführung, wie es ist. Und es steht dort einfach, ihr könnt es wahrscheinlich euch schon denken, langsam wird es hell, die Buchstaben werden beleuchtet und es steht dort, thank you. Ja, richtig geil gemacht, dass sie einem nochmal so ein Danke sagen, als treuer Fan, dass man so die krasseste Challenge hier noch am Ende einmal absolviert hat. Thank you einfach, was richtig cool ist einfach, muss ich echt sagen, Nintendo, Hut ab, also wirklich cool. Kann man da nochmal Cappy draufschmeißen und man sieht nochmal eine Kameraaufnahme von dem Thank You, was einfach cool ist. Es hatte sonst keine Bedeutung, dieser Cap-Wurf auf diese Statue, sondern nur dieses Thank You. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter, Leute, und ihr werdet dann sehen, was euch dann erwartet. Das ist einfach krass. Landet wieder oben auf dem Mond auf der anderen Seite. Hier kann man dann auch einen Frosch kapern und auch letztendlich, um den zu benutzen, um auf das Gebäude zu springen. Wir sehen das Gebäude, kennen wir nämlich aus dem Metro Kingdom. Und da habe ich erstmal gedacht, muss da nicht irgendwas noch sein? Irgendwas muss hier noch sein. Cappy sagt auch, wir beide haben es ganz schön weit gebracht. Und dort ist Rosalina, Leute. Ja, Rosalina hat ihren Auftritt, zwar nur in Pixelform. Ist das eventuell ein kleines Easter Egg oder ein Anteaser auf Galaxy? Ich weiß es nicht, schreibt es in die Kommentare. Ich würde es feiern, aber Rosalina, warum soll sie hier sein, Leute? Warum ist sie genau hier am Ende als kleines Easter Egg noch? Und dort seht ihr, guckt euch das an, Leute. Das ist Geld. Das ist Coin. Das sind Coins, die ihr haben wollt. Es ist einfach geil. So ein Riesenberg an Coins. Ihr seht es, ich habe 1200 gehabt, weil ich viel ausgegeben habe. Und habe gleich, ihr werdet sehen, 1460. Also es waren knapp 260. Es sind ziemlich wenig eigentlich, so wenn man das so sieht. Aber trotzdem geil. So viele Coins. So, dann springen wir auch mal hoch. Aber das mit Rosalina ist wirklich cool, muss ich sagen. Und Cappy sagt halt, wir haben all diese verschiedenen Länder bereist. Also es ist wirklich ein Abschied, kann man fast schon sagen. Oder so ein, dass sie das nochmal alles Revue passieren lassen, was passiert ist, was sie erlebt haben. Es ist einfach episch. Es ist einfach ein bisschen emotional, wenn man das ganze Spiel so lange gespielt hat und dann das noch erlebt, so ein bisschen. Es ist wirklich richtig geil. Ich habe erstmal gefragt, wie soll man da hochkommen? Aber natürlich kann man ja einfach aus dem Frosch raus, was man auch machen müsste. Ja, Leute, dann klettert ihr hoch und dann kriegt ihr euren Mond und dann erhaltet ihr auch den Unsichtbarkeitshut und seid unsichtbar. Ihr seht es hier, man ist einfach unsichtbar, Leute. Also es ist wirklich kaum zu glauben. Es bringt eigentlich so viel, weil ich muss Mario immer sehen, damit ich perfekt springen kann und alles. Aber man kann dadurch unsichtbar werden, Leute. Und das wollte ich euch einfach zeigen, was ihr machen müsst, wie ihr das schafft, diese Challenge. Wie ihr genau springen müsst, weil es ist wirklich schwer. Und es ist wirklich, wenn ihr wieder alles von vorne machen müsst, ein bisschen frustend. Ansonsten, das Gewinnspiel mit den Amiibos läuft halt noch jetzt, Leute, 3-4 Tage. Ich weiß noch nicht, wann ich es auflöse. Aber, wie gesagt, einfach abonnieren, kommentieren und ihr seid dabei. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.